Hallöchen, Leute! Ich heiße euch willkommen zurück zum neuen Part von Nintendogs und Taluglia. Jawollo, willst du mich begrüßen? Du bist aber gerade eine richtige Dreckschleuder, wie ich sehe. Das bedeutet, wir sollten dich erstmal baden, mein Guter. Das ist erstmal wichtiger, als dir was zum Fressen zu geben. Was sollen denn die Zuschauer von dir halten, wenn sie dich so sehen? Vor allem, was sollen sie von mir halten? Die halten mich einfach ein schlechtes Herrchen und das will ich nicht. Ich bin doch ein gutes Herrchen. Oh, shit! Wenn man den kleinen Wollo eine Woche lang nicht besucht, dann macht sich das bemerkbar. Ah gut, der Wollo hat ja jetzt auch eine Woche frei, also will ich jetzt mal nicht so übel nehmen, dass er jetzt so einen hygienischen Zustand angenommen hat. Beim nächsten Mal passiert es aber nicht mehr, Wollo, okay? Achte ein bisschen auf dich. Meine Katzen stellen sich auch nicht so an. Warum bist du keine Katze, Wollo? Ich glaube, eine Katze wird zu dir besser passen. Der kleine Wollo ist auch immer so ängstlich. Gott, das ist richtig widerlich. Er ist richtig schmutziges Dreckwasser. Er hat sich in jedem Kackehaufen gewühlt, den er so irgendwo gesehen hat. Ganz wie der echte. Ah, der kleine Wollo. Mit dem ich jetzt übrigens, kleine Schleichwerbung am Rande, auch einen Kanal ab. One-on-Wonder-Kanal. Und mit Cornel auch. Da rennen wir gemeinsam gegeneinander durch Spiele. Wie in Speedruns und so. So, gegeneinander. Wer schneller durch ist, hat gewonnen. Das ist eine coole Sache. Schaut vorbei. Ist irgendwo meine Abo-Box verlinkt. Vielleicht auch in der Beschreibung, wenn ich das bis dahin schon erledigt habe. Kleiner Geheimtipp am Rande. Dann lernt ihr den Wollo persönlich kennen. Okay, reicht das jetzt? War es genug? Gut, dann lass dich mal ganz entspannt abspritzen, mein Guter. Ganz entspannt und cool. So, jetzt komm. Ich will dich glänzen sehen. Glänzt du? Nicht so shiny, wie ihr hofft, aber okay. Will ich mal nicht sagen. Wollo ist jetzt sauber. Oder bist du shiny? Nee, du bist nur sauber, aber nicht shiny. Ah, na gut, dann habe ich wohl keine andere Wahl. Dann ist wohl Zeit für die Gummibürste. Ja, ich möchte sein Fell bürsten. Das hat er sich jetzt ziemlich verdient. Die schwarz-rot-goldene Gummibürste. Fühlst du dich auch gerade wie ein Patriot? Ich nämlich schon. Ernsthaft, schwarz-rot-gold. Das ist die Bürste der WM. Wenn mal wieder WM ist, dann... Das ist eine kleine Machtlücke. Das ist ein kleiner Geheimtipp an euch, Leute, von mir. Verkauft Bürsten in der Farbe. Allgemein verkauft irgendwas in den Farben von der Deutschlandflagge. Kann man eigentlich nicht viel falsch machen mit. Ja. So ähnlich wie Kotztüten bei Betrunkenen. Kann man nicht viel falsch machen. Oder Getränke im Sommer. Eis im Sommer ist noch besser. Verkauft Eis. Schwarz-rot-goldenes Eis während der WM. Weißt du was? Wenn du reich bist, demnächst, in 4 Jahren, dann denk an mich. Denk an denjenigen, der dir den Tipp gegeben hat, okay? Und dann gib mir meine 50% Anteile ab. Das war meine Idee. Und dieses Video wurde hochgeladen, bevor du die Idee gebracht hast. Ich habe handfeste Beweise, also... Piss mir nicht ans Bein, okay? Du bist kein Hund. Da sage ich nicht, nee, ist nur Spaß oder so. Glaub mir, mach das nicht. Wenn das schwarz-goldene Eis rauskommt, dann gib mir meine verdammten 50%. Oder mein Anwalt wird sich bei dir melden. Du glaubst, ich habe keinen Anwalt? Das werden wir sehen. Bis in 4 Jahren, mein Freund! Ich meine dich, Michael. Dich meine ich. Und auch dich, Anna. Euch zwei. Michael und Anna. Ihr wollt mir die Idee klauen. Hört auf damit. Okay, der gute Wollo hat damit ausgetrunken und mein Standpunkt sollte, denke ich, auch ganz klar rüberkommen sein. Jetzt gibt es noch ein bisschen Lamadjun-Trockenfutter. Und dann ist er bereit. Na, da knuspert er sich's rein. Ja. Ah, wieder große. Knusperst du schön? Und mir wurde übrigens gesagt, dass ich... Moment! Eine Sache wurde mir gesagt, auf die ich besonders jetzt achten werde. Und zwar kann ich beim Gassi gehen ja neben dem Trainingsteil noch etwas anderes ansteuern. Und das werden wir jetzt dann übrigens dann auch gleich machen. Aber vorher... Was ist eigentlich vorher? Habe ich irgendwas zum Verkaufen? Tennisball ist ja nichts wert. Rote Disk, wir können auch hier drin üben. Bringt nur nichts. Oh Gott, Wollo, komm mal her. Wir müssen kurz üben. 3, 4 Würfe und dann... Sagen wir 5 Würfe, noch 4 Würfe. Ich will ein bisschen trainieren mit ihm, damit er sich irgendwann da mal die Goldmedaille holen kann, damit ich auch mal, meine Fresse, sehr enttäuschend, damit ich auch mal einen nennenswerten Betrag dadurch erlangen kann. Das ist nämlich die Haupteinnahmequelle in dem Spiel, dieser Wettbewerbe. Oh Gott, Wollo. Wollo? Du machst mich gerade sehr unglücklich. Mit deiner komischen, ich fange das Teil bestimmt nicht Arschloch-Einstellung. Ich habe das Gefühl, das Training im Haus bringt nichts. Aber egal, wir sind jetzt eh beim letzten Wurf. So, komm. Ja, damit. Und... Hui! Ich
Wieder ein Schwächeanfall, Wollo. Wieder ein Schwächeanfall. Ey, Wollo! 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 Setz dich hin! Setz dich hin! Wollo! Hey! Wollo! Hey, falls du es gemacht hast, was ich dir gesagt habe, dann danke. Wenn nicht, dann Wollo! Wollo? Wollo! 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 Er hört nicht auf mich. Wollo! Sag mal. Öle wie ein Schwein! Irgendwie habe ich das Gefühl, der hört nicht auf mich. Vielleicht sollte ich den DS wirklich... Yay, er dreht sich. Vielleicht sollte ich den DS wirklich einmal pro Tag anmachen und dann kurz den Wollo füttern und sauber machen und dann mit ihm Gassi gehen. Dann hört er auch wieder auf mich, weil er mich dann wieder mag. Ich glaube, das sollte ich wirklich machen. Ich werde nicht jeden Tag aufnehmen, aber, so wenn ich dran denke, werde ich jetzt jeden Tag mich dann mal kurz um den Wollo kümmern. Ist ja nicht so viel Arbeit. Muss aber scheinbar getan werden. Ja, ich möchte mit dem Wollo spazieren gehen. Sonst wird das ja ewig nichts alles. So, wo ist denn der Laden, zu dem ich hin will? Oh, da ganz unten. Ich glaube, da komme ich nicht ran. Oder? Oh, das ist zu knapp. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Oder? Yes! Ich habe es geschafft! Woo! Okay, Wollo. Ich habe auch gehört, dass ich nicht mit dir so rennen sollte, weil du nicht dein Geschäft dann erledigen kannst. Deswegen gebe ich dir mal ein bisschen Zeit und dann... Oh, wie ein ganz großer Junge machst du das? Bravo, Wollo! Gut gemacht. Jetzt will ich irgendein cooles Geschenk haben. Und wehe, ist wieder so eine Dreckshülle von irgendjemand anderen. Geschenke! Das Mario Kart. Boah, das wäre so super. Oder der Helikopter. Komm schon. Hundefoto. Danke, Wollo. Denke ich. Was hätte ich nur jemals ohne dieses Foto gemacht? Ah, okay. Ich merke schon. Du willst die Nachbarschaft für dich gewinnen. Okay. Dieses Viertel gehört ab jetzt offiziell uns. Und da ist wieder eine verkackte andere Töle. Gerade macht Fido einen Spaziergang. Hallo, Fido. Bob hat einen gut gemeinten Rat für dich. Anfangs wusste ich noch gar nichts. Aber meine Pflegebücher haben mir alles über Hundepflege verraten. Das freut mich. So. Wir chillen jetzt hier mal ein bisschen, damit sich Wollo vielleicht mit Fido anfreundet. Ich glaube, sie müssen jetzt erstmal ein bisschen kämpfen und dann werden sie anfangen zu kuscheln und dann machen sie heiße Hundeliebe. Und dann sollten sie gute Freunde sein. So zumindest der Plan. Wollo, nicht so schüchtern. Komm schon. Schnupper. Moment mal, es sind zwei männliche Hunde. Keine heiße Hundeliebe, bitte. Ich meine, ich verstehe ja, du bist noch ein junger Hund, Wollo. Ich verstehe auch, dass du noch ein bisschen verwirrt bist und nicht weißt, was du von deinem Auf Wiedersehen zu Bob. Wollo ist noch immer neugierig auf Fido. Okay, Wollo. Ich glaube, wir sollten dich auf eine christliche Schule stecken. Ich habe das Gefühl, du bist aktuell... Oh, wie ein großer. So, und rein in die Tüte. Yay! Für 5 Euro könnt ihr die Tüte haben. Genau, Wollo. Ich habe das Gefühl, wir sollten dich in ein christliches Camp stecken, weil ich habe das Gefühl, dass du ein bisschen... Haltet euch fest, Leute, das könnt ihr euch jetzt hart treffen, aber ich glaube, Wollo ist bi-neugierig. Das müssen wir natürlich austreiben, das geht so nicht. Viel Glück bei Sonderangeboten. Und hier gibt es coole Sachen zu kaufen, wurde mir gesagt. Nicht wirklich. Ich glaube, die coolen Sachen kommen erst später, aber es ist billiger. Das ist halt echt nicht cool. Ich will keine gelbe Schleife. Gelb ist so eine absurde Farbe. Mit Disc gibt es auch keine coolere. Kaufen wir noch ein bisschen Wasser. Das scheint hier gerade ziemlich billig zu sein. Nehmen wir 50. Wir gönnen uns mal was, Wollo. Wir gönnen uns was. Ja, gern geschehen, Wollo. Kein Problem. Ach, da unten steht, wie viel mein Besitz hat. Okay, egal. Ja, ich gehe wieder mit meinen $320 Cash in der Tasche. Dann kann man schon was erleben diese Nacht. Wollo, wir machen heute einen drauf. Bist du bereit? Wir sind jung, wir sind gut aussehend und wir haben jede Menge Geld dabei. Was soll da schon schief gehen? Ach ja, und Wollo, du triffst dich nie wieder mit Fido, okay? Haben wir uns verstanden, junger Mann? Nie wieder. Du bist wieder zu Hause. Wollo hat nun mehr Selbstvertrauen. Beim nächsten Mal kannst du weitere Strecken gehen. Yes! So selbstbewusst dieser Wollo. So selbstbewusst. Schaut ihn euch mal an. Ja, so selbstbewusst sieht er jetzt nicht aus, aber... Ihr habt die Idee dahinter in der Theorie verstanden, denke ich. So, was haben wir aber jetzt Neues bekommen? Ein Hundefoto. Hey, Wollo. Schau mal, ein Hundefoto.
Lass dich nicht beim Genitalien abschlecken stören. Von diesem Hundefoto. Hey, Wollo. Ein Hundefoto, schau mal. Du willst es haben, das sehe ich dir doch an. Da. Voll gegen den Kopf geworfen. Apropos Hundefoto und gegen den Kopf geworfen, das erinnert mich gerade daran, dass es scharfe Kanten hat. Leute, wisst ihr, was heute bei mir angekommen ist? Wisst ihr, was bei mir angekommen ist? Soll ich verraten? Du Fuck! Moment, wir versuchen jetzt, den Wollo mit Sach zu bewerfen, während ich es verrate. Nein. Der silberne YouTube-Play-Button ist bei mir heute angekommen. Das ist der, den man für 100.000 Abonnenten bekommt. Ah ja. Und das ist ein ziemlich cooles Teil, dieser Button. Der ist für mich so ein bisschen eine Auszeichnung, wie eine goldene Schallplatte oder sowas. Ich habe da jetzt dieser Play-Button in Silber. Könnt ihr mal danach googeln. Ja, ich jetzt hier rumstehe, da steht Mythos of Gaming drauf und das ist fantastisch. Ich habe mich wirklich ein bisschen gefreut. Er lag zwar jetzt auch 2 Tage bei meinem Nachbarn, aber hey, jetzt ist er bei mir, in meinem Besitz. Taschentücher! Mann, Wollo, lass dir auch sowas nicht gefallen. Komm mal her! Komm mal her, lass ihn mal streicheln, mein Kleiner. Lass ihn mal streicheln. Hallo, Wollo. Hallo. Moment, Niesen. Wie nennen wir den Niesen-Move denn? Was hat Wollo noch für Sprüche drauf? Moment, ich muss kurz überlegen. Wie können wir es Niesen nennen? Knochen. Yay! Wollo hat mich jetzt super doll lieb. Setz dich hin! Setz dich hin! Du braver kleiner Wollo, du machst, was ich dir sage. Wie kann ich das Niesen nennen? Ich überlege immer noch. Labbatschun. Labbatschun. Scheint mir sinnvoll zu sein, als Name für den Trick. Hey, Wollo. Komm mal her, wir sind noch nicht fertig. Ich muss noch dein Labbatschun lernen. Oh, hallo. Hallo. Und? Ich will dich zum Niesen bringen, Mann. Nicht, oh. Labbatschun. Labbatschun. Nom, 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 nom. Ich bin mir immer noch unsicher, was die Glühbirne bringt. Wenn es mir jemand wirklich erklären will, der es wirklich weiß, dann mach das bitte. Labbatschun. Labbatschun. Dom, nom, 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 nom. Na, ja, kommen, Wollo. Wir sind noch nicht fertig miteinander, junger Mann. Hallo. Labbatschun. Labbatschun. Da wird ein perfektes Ebenbild von Wollo. Perfektes Ebenbild. Weißt du, was das Problem ist? Jetzt stehe ich als sehr dumm da, weil ich keine Ahnung habe, wie man das überhaupt schreibt. War das nicht? Schreibt man das nicht so? Labbatschun? Schreibt man das so? Ich weiß es nicht. Ich schreibe es einfach mal so. Man möge mich korrigieren, wenn ich falsch liege, aber ich liege nie falsch, das müsst ihr wissen. Okay, Wollo, jetzt versuchen wir es. Bist du bereit? Wollo. Hey, Wollo, komm mal her. Setz dich hin! Alter. Wollo! Setz dich hin! Setz dich hin! Setz dich hin! Öle wie ein Schwein! Labbatschun! Labbatschun! Wenn ich dich jetzt einfach umwerfe. Moment mal. Was ist das hier? Worauf bereiten wir uns hier gerade vor? Moment mal, was wenn ich einfach. Nennen wir den. Morgen nehme ich ab. Morgen nehme ich ab. Das war ein bisschen gemein, aber das müssen wir jetzt machen. Bewegung ist wichtig. Hallo, kleiner Wollo. Hallo. Nein, das Morgen nehme ich ab, war zu gemein. Aber Gerücht zufolge sagt Wollo das relativ oft. Sind aber nur Gerüchte, unbestätigte Gerüchte. Setz dich hin! Oh, du braver kleiner Wollo. Labbatschun! Labbatschun! Shit, ich muss mir noch ein paar Wollo-Catchphrases aufschreiben. Sonst wird das alles nichts. Das mit dem Morgen nehme ich ab, das war sehr... Ich habe damit seine Gefühle verletzt. Das war nicht okay. Das war nicht cool. Deswegen spielen wir mit dem kleinen Wollo mal. Mit der roten Distel nochmal. Versuchen wir nochmal zu üben. Hey, Wollo. Gut gemacht. Herkommen.
Herkommen. Hey, du hast sie gefangen. Gut gemacht. Dann muss man ihn streicheln dafür. Dann weiß er, dass es gut ist, was er gemacht hat. Okay, ich glaube, das Trainieren, das funktioniert hier im Haus nicht so richtig. Habt ihr so ein Gefühl? Gut gemacht, Wollo. Gut gemacht. So, und jetzt? Shit. Ich muss die weiter werfen, aber meine Wohnung ist nicht so groß. Ich brauche eine größere Wohnung, Leute. Ich mache ein Spendenkonto auf. Da dürft ihr mir dann gerne Geld dafür geben. Dann hole ich mir auch eine größere Wohnung. Dann halt's noch mehr als hier drin. Oh, das wäre super. Das wäre super. Ach Gott, er versucht's nicht mal. Wollo, komm mal her. Ich werde dich trotzdem mal streicheln, weil... was auch immer. Lammertschuhen! 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 Öle wie ein Schwein! Setz dich hin! Setz dich hin! Oh, man kann einfach nicht böse auf ihn sein. Und jetzt erlebt er gerade einen intimen Moment. Wie gesagt, er ist noch jung. Und er erforscht gerade seinen Körper. Deswegen stört ihn dabei bitte nicht. Moderne Uhr. Okay. Das ist die Uhr, die da oben rechts zu sehen ist. Die Uhrzeit stimmt übrigens nicht. Die ist eine Stunde verkehrt. Es ist in Wirklichkeit, haltet euch fest, 20.22 Uhr. Und nicht 19.22 Uhr. Ziemlich spannend, ich weiß. Ich raste auch fast aus. Haben wir denn sonst noch irgendwas Cooles, was wir jetzt machen können? Nein, Seifenblasen hatten wir auch schon, die waren lame. Etc. Das habe ich auch schon alles nach ihm geworfen. Spielen wir nochmal mit dem Gummipilz, einfach weil er super ist. Ey, Wollo! Du willst den Pilz haben? Sehe ich doch. Da! Wollt den Pilz? Oh, zu spät. Oh, hallo! Ja, ja, bravo, Wollo, du. Hey, schau mal. Boom! Willst du ihn haben? Wollo! 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 Ey! Wollo! Ey! Ey! Komm mal hier rüber! Wollo! Ich glaube, er will nicht. Wollo! Der Pilz! Der Riesenpilz aus New Super Mario Bros. Willst du ihn haben? Wenn du ihn einsammelst, wirst du gigantisch. Du wirst größer sein als ich. Das willst du, oder? Dann hol ihn dir! Hol ihn dir! Hol ihn dir! Die Geräusche. Wundervoll. Na gut, liebe Leute, ich würde mal sagen, wir lassen jetzt den Wollo noch ein bisschen mit dem Quietschi-Quietschi-Pilz spielen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Nintendox-Part wieder, in dem ich hoffentlich mich ein bisschen drum gekümmert habe um Wollo und vielleicht auch das ein oder andere coole Spielzeug gefunden habe. Wahrscheinlich nicht, weil so viel Zeit wird dazwischen nicht vergehen. Aber wir sehen uns trotzdem nächsten Part wieder. Bis dann und gute Nacht.